Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elix 2. Okay, Sühnchen. Was hat dich denn jetzt hierher verschlagen? Hey, mein Junge. Hey. Geht es dir gut? Eigentlich schon, aber... Vater, darf ich dir mal eine Frage stellen? Natürlich. Wie ist das eigentlich, wenn man sein Bewusstsein verliert? Na, nicht besonders gut. Es ist so, als würde man dir einfach eine gewisse Zeitspanne stehlen. Warum fragst du? Ich habe das Gefühl, dass es mir soeben genauso erging, weißt du? Bist du gebissen worden? Nein, Vater. Aber diese Formen haben eine gewisse Wirkung auf mich. Sieh sie dir doch nur an, wie groß sie sind. Hör zu, du bleibst in Zukunft in meiner oder Askas Nähe, ist das klar? Du bist noch nicht so weit, dass du einfach alleine hier draußen herumlaufen kannst. Aber ich war nicht alleine. Großvater war doch bei mir. Wie bitte? Was hast du gesagt? Ja, Vadek hat schon gesagt, dass du so reagieren würdest. Darum ist er auch schnell wieder gegangen, bevor er dir über den Weg läuft. Du hast mit einem Mann gesprochen? Ja, und er sagte mir, dass er dein Vater Vadek ist. Was hat er sonst noch gesagt? Dies und das. Er hat mir geholfen, bis fast zum Former zu gelangen. Ich weiß nicht, warum du ihn nicht magst. Er ist doch ganz nett. Von wem hast du das? Mutter hat mir erzählt, ihr hättet euch gestritten. Vertraue keinen fremden Männern. Sie könnten dich anlügen. Halte dich an deine Eltern oder Aska. Aber... Na schön, Vater. Was wolltest du da draußen überhaupt? Ich wollte das Land der Fremden sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit ihnen nicht vernünftig sprechen kann. Das ist sehr leichtsinnig von dir. Du bist noch ein Kind. Sie würden dich töten, wenn sie dich finden. Ich glaube, dass auch der kleinste Funke ein Feuer entfachen kann, Vater. Das hast du früher einmal selbst gesagt. Ich will nicht, dass die Fremden gegen uns kämpfen. Im Moment lassen sie uns keine andere Wahl. Ich hatte gehofft, dass ich in dem Former etwas finde, was uns helfen könnte, den Kampf zu beenden. Hat dich dieser Mann dazu überredet? Nein, er hat mir nur geholfen. Was soll ich bloß mit dir machen? Deine Mutter hat sich große Sorgen gemacht. Jetzt hör aber mal auf. Ich bin doch kein dummes, naives Kind, das glaubt, mit Alufolie auf dem Kopf die bösen Gedankenangriffe der Fremden abzuwehren. Ich sage, in den Formern ist etwas. So wie ein Geist oder so, nur viel mächtiger. Ich kann es spüren. Es kann uns helfen, Vater. Wir müssen nur seiner Stimme zuhören und es verstehen lernen. Dex, wer weiß. Vielleicht hast du sogar recht, aber es ist einfach zu gefährlich. Ja, ich weiß. Aber ich habe jetzt einen Former gesehen. Und ich weiß jetzt, dass wir eines Tages in einen von ihnen gehen werden. Wir werden dort finden, was ich meine. Und es wird dir helfen, den Krieg gegen die Fremden zu entscheiden. Wart's nur ab. Okay, schon gut. Wir müssen aber jetzt erst einmal hier weg. Ich bringe dich zurück in die Bastion. Ist gut, Vater. Wie war das nochmal? Okay, dann bist du, glaube ich, erstmal wieder in Sicherheit. Oder unter. Wo ist denn Nasty? Das würde ich nochmal extra ansprechen. Ich meine, du hattest ja auch, oder? Bei dir ging es ja auch wieder weiter, ne? Ja, stimmt, sie hat, glaube ich, irgendwas gesagt, dass es da wieder weitergeht. Okay. Warum auch immer du dich jetzt darum treibst? Ah, habt ihr mittlerweile Fleisch gekriegt? Cool. Ah, gut. Oder halt so.
Wie du willst. Gehen wir in die Burg, ich werde mir den Vogel mal ansehen. Na endlich! So, hier ist es. Ich wette mit dir, dass Matt hier ist. Was macht dich da so sicher? Er ist ein Schürzenjäger. Matt ist immer da, wo die Frauen sind. Okay. So sieht's aus. Geh vor, ich bin hinter dir. Okay. Das kann nicht so viele Frauen sind doch hier nicht, oder? Na gut. Jetzt nicht. Okay, rennen wir einfach mal durch. Ist mir der schon mal aufgefallen? Ich glaube nicht. Komm schon, Baby, du wirst es doch auch. Du kapierst es nicht, oder? Du hast keine Ahnung, was dir entgeht. Glaub mir. Du sollst verschwinden, habe ich gesagt. Komm schon, Baby, du wirst es doch auch. Hey. Ach, Scheiße, was willst du denn? Siehst du nicht, dass du störst? Sieh an, wer sich hierher verirrt hat. Das blöde Grinsen wird dir gleich noch vergehen. Was denn? Was ist das denn für eine Begrüßung? Keine Umarmung? Kein Kuss? Halt die Schnauze, Matt! Du scheinst Nesty verärgert zu haben. Keine gute Idee. Ach ja? Bist du ihr neuer Macker oder was? Wie unangenehm. Ich habe nämlich gerade keine Zeit für sowas. Wenn du mich entschuldigst. Moment, du bleibst hier. Die Sache werden wir jetzt klären. Immer diese eifersüchtigen Pisser. Du sollst mir also die Birne verbeulen. Ist es das? Hör mal zu, Spinner. Keine Ahnung, warum du dich von dieser Dirne vor den Karren spannen lässt. Aber ich kann dir sagen, das lohnt sich nicht. Für ihre große Klappe lässt ihre Leistung im Bett nämlich einiges zu wünschen übrig. Ich sagte, du sollst deine Schnauze halten. So spricht man nicht mit einer Frau. Ich werde dir jetzt Manieren beibringen. Ach, tatsächlich? Das ist ja spannend. So, dann werden wir ja gleich sehen, wer am Ende noch steht. Hey, was soll denn die Scheiße? Okay, wieso gefällt dir das nicht? Ich denke, du wolltest, dass ich dem eine reinwürge. So, Kind, geh mal aus dem Weg, bitte. So, ich brauche halt Zerstörung, aber das gefällt meinem ganzen Begleiter nicht. Das ist ein bisschen unpraktisch. Matt war also mal dein... Er war gar nichts. Wir hatten eine Zeit lang unseren Spaß und das war's dann. Keine große Sache. Sein Ding übrigens auch nicht. Wenn er nicht angefangen hätte, die Schnauze so weit aufzureißen und damit zu prahlen, das Arschloch. Du warst die Schwester des Dukes und damals eine Größe im Fort. Wer kann es ihm verdenken? Halt die Klappe, du Arsch. Du hast doch bestimmt Besseres zu tun, als über die alten Geschichten zu plaudern. War das der Letzte auf deiner schwarzen Liste? Nicht mal annähernd. Wenn ich den nächsten Kandidaten gefunden habe, dann bist du der Erste, der davon erfährt. Jax. Imbro, Erik. Hamorat, Jax. Ich muss weitermachen. Ah, mein Kopf. Okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir.
Scheiße. Schon wieder. Was mache ich hier? Was habe ich gemacht? Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Oh, das ist doch scheiße. Wo bin ich? Ich hatte wieder einen dieser Aussetzer. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. So, lass es mal kurz weg. Ah ja, ich war zu gierig, ist okay. Also vergiften und dann halt gucken, dass wir dich einigermaßen platt kriegen. Müssen wir langsam angehen. Ich muss weitermachen. Mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Scheiße. Schon wieder. Was mache ich hier? Wieso bist du denn jetzt ausgewichen? Was habe ich gemacht? Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Das ist doch scheiße. Wo bin ich? Ich hatte wieder einen dieser Aussetzer. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Ja. Also gegen Meere kämpfen geht immer noch nicht gut. Was aber halt auch daran liegt, dass mir hier keine anständige Rüstung gewährt wird. Ich werde auch immer in Gebiete geschmissen, wo ich allein nichts ausrichten kann. Ja, und ich muss sagen, ist das, glaube ich, den Aufwand und die ganzen Heiltränke, die mich das kosten würde, nicht wert, ne? Ja, hier gibt es halt Zeug, aber halt auch einen Haufen an. Warte mal, was seid ihr? Gegnern? Kenne ich nicht. Scheint ein paar Händler zu sein. Gut, vielleicht räumen wir dann doch hier ein bisschen auf. Ich glaube, ich habe ja auch wieder ein bisschen was an Schrott da. Den hat es auch zerlegt. Ihr seid schon wieder am Kämpfen da oben, schätze ich. Ah. Das ist irgendeine Quest. Gut. Jungs, ich bin euch doch nicht feindlich gesinnt. Ihr seid mir halt in mein Schwert reingelaufen. Da kann ich auch nichts für. Die Frage ist, lohnt sich das denn nochmal, sich hier mit auseinanderzusetzen?
Ah, hier wird noch ein Scheusal, okay. Ich glaube, wir versuchen es gerade noch einmal. Ich guck mal, dass mir die dann vielleicht nicht unbedingt ins Schwert rennen. Ja, genau. Lass mich doch bitte mal angreifen. Gut, stehen wir weg. Cool. Ah, Gott. Ja, also das Kampfsystem. Es ist halt echt nicht so genau, wie ich das gerne hätte. Aber gut. Wir lassen es. Dann könnt ihr euch da oben gerne mit rumstreiten. Ich gehe zurück zum Camp. Ich glaube, der Bulli hat ja auch wieder was. Mal mit den Begleiterquests weiter. Mal eine Runde pennen gehen. Wie sieht es mit der Ausrichtung aus? Tüchtig, ja. Immer noch nicht. Haben wir echt noch einiges vor uns. Dem Himmel sei Dank. Ich hätte mir niemals verziehen, wenn Dex etwas zugestoßen wäre. Pass ab jetzt einfach besser auf. Ja, das mache ich. Ich werde tun, was ich kann. Jax. Tartagorak, Isura, Emre, Jax. Ich doch gerade erst hier verzogen. Oh, verdammt, wo bin ich? Wieder einer dieser Aussetzer. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Was zum Teufel? Stirb, du Schneehuhn. Das macht ja alles ein bisschen was aus hier. Gut, looten wir ja mal durch. Dankeschön. Und leichtes Schloss, okay. Ist sehr schön. Was haben wir denn drin? Ja. Besser als nix. Netterweise haben wir hier einen Wegpunkt. Das ist cool. Dann möchte ich ihn direkt doch mal aktivieren. Okay. Erstmal nichts in der Nähe, wie es aussieht. Ah, hier ist das Depot.
dann vielleicht nochmal zu meinem ursprünglichen Plan zurück und zu Bulli. Schon wieder Nacht. Na komm, ziehen, lass uns mal Nacht rausziehen. Oder nachts rausgehen. Auch nicht verkehrt. Das sollte schon passen, denke ich. Hey, Folgendes. Ich weiß ja nicht, ob das bei dir normal ist, aber... Ja, ich weiß. Ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Oh, du hast gerade nichts Neues? Okay. Hast du denn was? Was ist geschehen? Ist deinem Sohn was passiert? Nein, er ist wohl auf, aber er hat versucht, in den Former in Tabar zu kommen. Wirklich? Wie kommt ein so kleiner Wicht so weit in den Westen? Er muss Hilfe von einem Erwachsenen gehabt haben. Dex behauptet, er hätte meinen Vater gesehen. Vardek? Dieser ehemalige Halbkommander? Er ist wieder da? Ich weiß es nicht. Ein Mann seines Formates könnte unsere Sache ein großes Stück voranbringen. Ich sag's ja nur. Wie steht es jetzt um deine Infektionsforschung? Gut, dass du fragst. Ich habe nun genug Wissen über das dunkle Elex gesammelt, um zu wissen, dass so etwas wie eine Heilung nicht existiert. Was? Eine einmal einsetzende Wandlung lässt sich nur noch verzögern. Ganz los wirst du das nicht mehr. Oh, du Drecksack, ich hätte dich töten sollen. Warte. Dass du die dunklen Elex-Erreger in dir trägst, heißt nicht, dass du auch zwangsläufig eine Skyaniden-Kreatur werden musst. Es ist nicht nur eine Frage der Willensstärke, wann die Wandlung einsetzt. Es kann sie vermutlich sogar gänzlich zum Stillstand bringen. Ach ja? Dann ist ja alles in Butter. Doch. Und das sage ich dir gleich. Es wird nicht jedem gelingen, die Wandlung aufzuhalten. Wie überraschend. Nur die geistig stärksten Menschen können diese Resistenz erlernen. Du wirst also sofort mit deinem Geisttraining beginnen, damit du auch noch eine Chance hast, dich gegen die Wandlung zu wehren. Deine Infektion ist schließlich schon eine ziemlich lange Zeit aktiv. Man kann die Menschen vor einer derartigen Seuche niemals sicher schützen. So wie es im Moment aussieht, jedenfalls nicht. Komm schon, das ist doch nicht alles. Was soll ich sagen? Besser ist es, wenn sich nicht noch jemand von uns infiziert, bis wir vielleicht... Na was? Mehr kann ich dir im Moment nicht sagen. Die Skynes sind hochentwickelt. Ich kann Jahrzehnte der Forschung nicht von heute auf morgen... Wie auch immer... Wir müssen sie aufhalten, sonst haben wir bald alle einen lila Teint. Also konzentrieren wir uns erst einmal wieder auf den Kampf gegen den Feind. Ich werde natürlich weiter nach neuen Erkenntnissen forschen. Auf deine ganz spezielle Art und Weise scheinst du die Skynes trotz allem zu bewundern. Ich bin Wissenschaftler. Die Skynes sind uns um viele Menschenleben Forschung und empirische Feldstudien voraus. Sie haben einfach für viele Probleme schon längst Lösungen erarbeitet, an denen wir uns hier auf Magalan noch lange die Zähne ausbeißen werden. Wie sieht dieses spezielle Geisttraining für mich aus? Ich habe deiner kleinen Drohne schon die nötigen Trainingsprotokolle eingespeist. Du musst bei ihr in regelmäßigen Abständen vorstellig werden und dein Training absolvieren. So. Und was ist, wenn nicht? Lass nur, ich kann es mir schon denken. Gut, dass das geklärt ist. Okay. Gut, dann haben wir da noch auf jeden Fall was.
kann ich noch ein paar Tränke machen. Könnte ich sogar. Stimmt, dafür brauche ich halt auch Wasser, ne? Dafür brauche ich halt auch Schwarzgebrannt. Ah. Ja. Ich glaube, irgendwas haben wir auch abgelegt, ne? Fehlt mir noch ein bisschen an Ressourcen zugegebenerweise. Warum bist du eigentlich so selten bei uns im Fort gewesen, Vater? Und ich meine den wahren Grund. Magst du keine Kinder? Puh, ich glaube, es gibt kaum eine Frage, die ein Kind seinen Vater fragen kann, die schlimmer wäre. Ich bin halt etwas enttäuscht von dir. Ich hätte gerne eine intakte Familie gehabt. Mich haben sie Bastard genannt, weil mein Vater die meiste Zeit wie ein Eremit. Du warst eben nie da. Ich weiß. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Mhm. Okay, so viel dazu. Mitkommen. Klar doch. Genau, du kannst spitz. Also generell schon mal mitkommen. Ja, was haben wir denn noch? Cyberkette halt noch was. Achso, ich könnte vielleicht die Kämpfe wieder weiter angehen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Und vielleicht habt ihr noch irgendwas zu tun für mich da unten. In der Grotte. Hallöchen, ihr zwei. Wie geht es dir eigentlich gesundheitlich? Du fragst mich nach dem grauen Tod. Du hast mir geholfen, ihn zu besiegen. Ende der Geschichte. Noch mehr Worte darüber zu verlieren, ist nur Zeitverschwendung. Okay, offensichtlich geht es dir gut. Das ist doch schön. Ihr habt ja, glaube ich, auch nichts Neues, oder? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Angst ist der Schmerz meines Geistes. Nur mal nachgucken nochmal. Also sonst könnte ich bei den Outlaws vielleicht auch nochmal vorbeischauen. Ob die noch was an Dings haben. An Kopfgeldaufträgen. Die geben ja auch mal Zerstörungspunkte. Ist hier noch irgendwas? Ach schon, hier gab es noch die kränklichen Ratten. Die hatte ich ja, glaube ich, auch noch nicht. Nur Dreck und Trümmer hier. Scheinbar. Wie sieht's denn da drin eigentlich aus? Ja.
Was schleichst du hier herum? Okay, dann werden wir in der nächsten Runde mal mit Attila reden. Nochmal eine Runde kämpfen, denke ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf jeden Fall Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.